war es bei der S-Klasse ein Hauptaugenmerk, auch den Geräuschkomfort zu steigern. Es ist gelungen, jetzt den Geräuschkomfort dahingehend zu optimieren. Sobald ich die Türe schließe, habe ich einen tresorartigen Innenraum empfinden und der Kunde fühlt sich abgeschottet von der Außenwelt und ist in seiner S-Klasse zu Hause. Wichtig ist jetzt, erstmal Grundlagenuntersuchung zu machen. Wir verwenden verschiedene Materialproben verschiedener Blechvarianten. Die werden in Prüfständen überprüft und mit einer Lautstärkequelle beaufschlagt. Und die geeigneten Materialien verwenden wir später für eine S-Klasse. Wir haben jetzt bei Mercedes nicht nur die übliche Regenprobe, bei der die Dichtheit überprüft wird, sondern auch einen Akustik-Regenprobenprüfstand. Der Prüfstand bietet uns die Möglichkeit, einen Landregen in Deutschland nachzubilden mit einer bestimmten Tropfengröße. Und Mercedes hat nicht nur den Anspruch, dass das Dach dicht ist, sondern dass das Geräuschbild auch wertig klingt. Und wir möchten ein wertiges, sonores, dumpfes Geräuschbild und kein blechernes Rasseln auf einem Regendach. Und entsprechende Maßnahmen im Bereich der Dachflächen werden von uns getroffen. Eine S-Klasse zu bauen, hat als Anspruch Chance und Risiko zugleich. Ich bin glücklich, mit meinem Team die Möglichkeit zu haben, in der S-Klasse zu arbeiten. Wir haben die besten Prüfstände, wir haben die besten Möglichkeiten, was Analyse-Tools angeht. Wir haben auch mehr Bauraum zur Verfügung an der einen oder anderen Stelle, wie vielleicht bei einem Kleinwagen. Jetzt in Immendingen in dem neuen Testgelände die Welt in klein nachgebildet. Wir haben die Möglichkeit, amerikanische Highways zu sehen. Wir haben verschiedenste Profile von Schlechtwegstrecken über Belgisch Block. Grundsätzlich bilden wir zu diesen Zeitpunkten schon den Kunden nach. Wir machen das, was ein Kunde auch machen wird, und darüber hinaus. Zum einen werden sämtliche Funktionen überprüft, aber auch, wie sind die Geräusche genau auf dieser Strecke, beziehungsweise entstehen die Geräusche auch auf einer anderen Strecke, auf einem Highway oder auch auf einem Belgisch Blockprofil, und entsprechend werden dieselben Tätigkeiten auf unterschiedlichen Fahrprofilen immer wieder wiederholt. Das ist einfach. Eine S-Klasse muss ruhig sein, da gibt es keinen Vertun. Wir haben den Anspruch, dass es keinerlei Störgeräusche im Fahrbetrieb gibt, und so entwickeln wir eine S-Klasse. Tatsächlich ist es ein Stolz, den ich erlebe, wenn an der einen oder anderen Stelle ich sagen kann, genau diese Ausprägung, die Art, wie jetzt eine Klimaregelung sich gestaltet, die ist deswegen so, weil mein Team genau auf dieses Thema hingearbeitet hat. Und jeder bei uns aus dem Team kann 5, 6, 8 oder 10 Themen benennen, wo er sagen kann, das ist da, weil ich es gemacht habe.